Hi, ich habe die Liste gefunden. Und damit herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir brauchen einen Landstalker, Idaho, Esperanto, Stallion, Ranger, Blister Kompakt. Müssen wir mal schauen, was hier so lang fährt. Ich habe keine Ahnung, welches Auto was ist. Ich werde die jetzt einfach mal nach und nach mir schnappen. Esperanto, da haben wir doch schon den ersten, den wir brauchen. Auf dich ist Verlass. Liefere alle auf der Liste ab und erhalte einen Bonus. So, dann brauchen wir, wie gesagt, Landstalker, Idaho, Stallion, Ranger, Blister Kompakt. Was bist du? Du bist ein Komet. Dich brauchen wir nicht. Okay, kurz warten, bis der Stern weg ist. Dann schnappen wir uns das nächste Auto. Was bist du denn? Ein Ranger, den brauchen wir. Aus dem Weg. Brumm, brumm. Hab dann Geschenk. Schön. Landstalker, Idaho, Stallion, Blister Kompakt. So. Du bist so ein. Ihr seid so Kometen. Ich nehme es mal, um schneller suchen zu können. Was bist denn du? Phoenix brauchen wir nicht. Was bist du? Hermes brauchen wir auch nicht. Du bist doch so ein Blister Kompakt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja. So ein bisschen kitzelt die Erinnerung dann doch noch. Schön. Stallion, Idaho, Landstalker. Es wird, es wird. Was bist du? Du da, bleib mal stehen. Sentinel ist nicht, was ich suche. Du warst auch nicht, was ich suche. Du warst so ein. Was warst du? Hermes? Hermes. Was bist du? Du warst jetzt auch so ein. Sentinel Pro. Oder? Brauche ich Sentinel? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube aber nicht, ne? Nee, Stallion, Idaho, Landstalker. Stallion, Idaho, Landstalker. Was bist du? Admiral, warum auch nicht? Moonbeam, warum auch nicht? Du, da bleibst stehen. Na, der wird permanent ausweichen. Das wird den Stress nicht wert sein. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen gebietstechnisch schauen, wo wir hingehen. Weil je nach Gebiet sind halt andere Autos unterwegs.
Was war denn das gerade? Hatte der so einen Speedboost? Guck mal, was seid ihr zum Beispiel? Das ist Esperanto, den hatten wir schon. Das war der erste, den wir hatten. Was bist du? Du bist der Admiral, ne? Ja. Du bist ein Admiral in anderer Farbe. Bringt mir nichts. Jetzt heißt es Auto suchen. Was haben wir hier so? Was bist denn du? Du bist kein Komet, wenn ich das richtig sehe. Du bist... ein Stinger. Warum aber auch nicht. Was bist du? Du bist kein Admiral, da bin ich mir sicher. Ein Stallion. Sehr schön. Ah, guck mal, wir kommen doch fix voran. Gott. Steuerung. Der lässt sich richtig mies steuern. Hilfe. Drift. So, jetzt brauchen wir noch einen Landstalker und Idaho. Landstalker und Idaho. Das klingt kompliziert. Oh, was bist du? Dich hatte ich, glaube ich, noch nicht. Du bist... nee, Regina. Brauchen wir nicht. Was bist du? Du bist einer von den Modernen. Dich brauche ich sicher nicht. Nee, du bist ein Cheater. Weiß nicht, hier aus dem Industriegebiet werde ich nichts brauchen, oder? Ich kann zwar mal gucken, aber... Benson. So ein Truck mit Sicherheit auch nicht. Packer. Ne, und sonst fällt hier eigentlich nur das Gleiche rum. Nee, das ist immer hier ganz falsch. Das merke ich schon. Oh, warte mal. Du bist so ein Pickup-Gedöns. Hatte ich dich schon? Bringt uns nicht weiter. Du bist das Gleiche, oder? Ach ja, Daniel auf der Autosuche. Dann verlassen wir diese Gegend halt mal und gehen mal so ein bisschen in die älteren Gefilde. Ich hatte ich schon, ne? So einen Kastenwagen hatte ich schon. Ich guck trotzdem nochmal. Pony hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich sehe, brauche ich nicht. So, hier sind eigentlich nur reichen Autos. Hatte ich schon, was bist du? Du bist so ein Kastenwagen, das bringt mir nix. Müssen wir mal schauen hier im alten Vice City. Mal da das Richtige. Ah, gucke mal, du da. Hatte ich dich schon? Was bist denn du?
Landstalker. Nee, du kriegst das Auto nicht zurück. Kannst du noch so bedrohlich laufen. Und dann fehlt uns nur noch ein Idaho. Habe ich aber auch keine Ahnung, wie der aussieht. Bin ich mal gespannt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es auch so ist, also wenn die Liste fertig ist, kommt eine neue Liste mit anderen Fahrzeugen, die wir dann auch noch machen müssen. Klopp, klopp. Idaho. Idaho, Idaho. Oh, was ist das da? Was bist du? Okay, das ist nichts, was wir suchen. Was bist denn du? Bist du ein Landstalker oder bist du was ganz Eigenes? Und den da hinten dran muss ich auch mal angucken. Mesa Grande. Was haben wir hier? Ah, das war das Sentinel. Okay, gut. Dann alles easy. Ich nehme jetzt einfach mal den. Schätze mal, für den Idaho muss ich auch wieder so ein bisschen in die alten Viertel. Boah, der ist ja wild zu steuern, ey. Mit so einem saß ich ja noch gar nicht. So. Muss ich jetzt nochmal gucken. Was warst du denn? Ein Sabre. Probiert's gar nicht erst, ihr kriegt mich nicht. Oi, 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 oi. Ein Idaho brauche ich noch. Du bist ein Landstalker, oder? Oder sowas ähnliches? Ein Ranger bist du. Abgewehrt. Idaho, Idaho. Gibt hier noch die? Nicht die da, das sind ja die Admirals. Gibt noch welche mit der Schnauze komplett nach unten. Mal gucken, ob ich so einen spontan irgendwo sehe. Was haben wir hier für Fahrzeuge stehen? Nur reichen Fahrzeuge. Was bist du? Ist auch nicht, was ich suche. Hier, so ein. Was bist denn du? Sentinel. Okay. War nicht, was ich gesucht habe. Stinger. Moment. Ich guck mal kurz, wie der aussehen soll. Vice City, Idaho. Ah, so einer ist das. Verstehe. Den finden wir. Den finden wir. Der ist sehr einprägsam. Also mal schauen. Das könnte doch schon sein. Ja,
Naja, das ist ein Virgo. Verdammt. Ich glaube, bei den Idahos ist die ist das in der Mitte noch ein bisschen höher. Aber die sehen sich teilweise halt auch so ähnlich, ne? Du bist es definitiv nicht. Aber der kam ansonsten schon nah ran. Vom Aussehen her. Wir müssen nur gucken. Nee, das passt nicht. Nee, warte mal. Das sind jetzt alles diese Virgos, ne? Sieht jetzt zumindest danach aus. Greenwood. Sag mal, sah doch genauso aus wie das andere. Was bist du da hinten? Ist wieder ein Virgo? Ich schau noch mal kurz. Ich bin verwirrt. Idaho. Details, Wert, technische Daten, interessiert mich nicht. In Little Havana und Little Haiti anzutreffen. Gelegentlich in der Umgebung um das North Point Einkaufszentrum. Okay, das Einkaufszentrum wäre jetzt natürlich am nächsten. Dann schauen wir einfach mal da. Und ansonsten Little Havana und Little Haiti. Gehen wir erstmal zum Einkaufszentrum. Vielleicht habe ich da ja schon Glück. Ich glaube, du bist es nicht. Ich guck aber mal. Nee, das ist ein Hermes. Ihr seid definitiv auch nicht. Du könntest passen. Oder bist du auch ein Hermes? Hermes. Mensch, 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 Mensch. Jo, chillt. Bist du's? Meine Fresse, hier geht's ab. Stallion. Stallion. Das weiß ich, das passt nicht. Get out of the way! Get out of the way! Sonst schauen wir halt in Little Havana, Little Haiti. Wenn's sein muss. So wirklich schlau werde ich aus den Autos hier nämlich nicht. Aber gut, es hieß ja auch, er ist gelegentlich hier zu sehen. Auto bitte. Was ist los? Nee, nix Radio Bandozo. Okay. Little Havana, Little Italy wollte ich schon sagen. Little Haiti. Little Italy haben wir hier nicht. Die Italiener sind hier nicht vor Ort. Long boat. Women want to talk about keeping the crew along, untidy, and their feelings. When
Wo fahre ich eigentlich schon wieder lang? Ich fahre schon wieder absolute Scheiße hier zusammen. Hey, ich habe dem Bullen geholfen, der hat dir verfolgt. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir in Little Haiti. Ich werde jetzt einfach hier nach und nach mal die Autos abchecken. Stallion. Greenwood. Das wird auch so ein Greenwood sein. Geld abholen. Nebenher. Wenn wir schon hier sind. Was bist du? Idaho! Abmarsch! Vollgas! Eieiei, ganz gemütlich, ganz chillig. Ach ja, haben wir eine ganze Folge, wo wir einfach nur Autos einsammeln. Auch nicht sonderlich spannend. Aber was willst du machen? Es gehört dazu. Ich habe ja immer noch den Stern. Sag mal. Belohnung. Du hast alle geliefert. Sehr gut. Hier für dich. Ein Auto. Bin ich nicht. Hey Mario. Autos in Betrieb. Wow, $1,500. Ich scheiß mich ein. Der Wahnsinn. Oh ey, wir haben eine eigene Karre. Wie cool ist das denn? Ein Deluxo. Ich habe keinen Ausgang gesehen. Cool. Das heißt, leider nächste Station Bootswerft. Also ich muss mit dem Schiff klarkommen. Mit dem Bötchen. Na, dann schauen wir mal. Nehmen wir diesmal einfach das andere Boot. Ja, mach ich. Oh, ich habe das Gefühl, das lässt sich ein bisschen besser steuern. Nee. Bullshit. Junge, ist das übelst. So, jetzt nochmal, aber richtig. Ja, aber hier ist... Das ist doch scheiße. Das ist so behindert mit der Steuerung, ey.
Glück gehabt, ey. Ja, es geht. Es geht. Hey, vielleicht haben wir ja diesmal Erfolg. Hallo Malibu. Muss ich auch wieder Geld abholen. Und gerade kann sich mein Reichtum wirklich sehen lassen. Eine Minute haben wir noch. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich noch muss. Huck! Dreh um. Ist das nervig. Oh. Schon. Kein Bock, das nochmal zu machen. Dreißig Sekunden noch. Ich habe Angst. Ah, das ist Ziel. Gott sei Dank. Oh, schön. Bootswerft im Betrieb. Und er macht 2000. Gott sei Dank, ey. Und 5000 für Mission erfüllt. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich aber kurz nachdenken. Oh, es klingelt. Hey, hello, Tommy. We got a situation over at Printworks. You better go and check it out. I don't know, some kind of mess or other. Things are messed up. I gotta go. Oh. Nein! Oh, Glück gehabt. Oh. Tungerei. Gibt's Stress? Das höre ich aber gar nicht gern. Ich glaube, dann haben wir jetzt wirklich den Trigger für die letzte Mission. Schauen wir mal. Ich will einen gescheiten Wagen. So, wer will Stress mit mir? In der Druckerei muss es laufen. Die Druckerei ist wichtig. Hat mit einem der höchsten Einkommen. Aber da ich nicht weiß, was auf mich zukommt, werde ich auch gleich unterwegs hier noch die Weste mitnehmen. So, wir sind vorbereitet. Oh, ich kann auch kein Geld mehr einsammeln. Der Eintreiber. Okay, what's the emergency? Oh. Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Farello's money. Oh, I feel like crap. Farelli? Sonny Farelli?
Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Pop. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too. Sehr schön. Die Mafia treibt Schutzgeld bei deinen Geschäften ein. Finde und erledige sie. Nichts leichter als das. Mit denen mache ich ganz kurzen Prozess. Vor allem sind sie dumm genug, auf einem Bike unterwegs zu sein. Aber das heißt, Sunny ist auf dem Weg. Weg abschneiden. Oh, die Mafia ist bei der Bootswerft angekommen. Hi. So. Es kommen weitere. Kein Problem, ich sammle kurz die Waffen ein. Und dann geht's weiter. Niemand versaut mir mein Geschäft. Niemand. Hey Freunde! Oh, da habt ihr Glück gehabt. Aber das Glück wird nicht lange auf eurer Seite sein. Euch mache ich fertig. So, sind aber echte Skiller beim Fahren. Muss ich den lassen. Ah, Vollidioten. So, wieder einsammeln. Es kommen weitere. Hoppala. Entschuldigung. Ausweichen können sie. Das muss ich denen lassen. Das muss ich denen echt lassen. Schnell sind sie. Aber auch dumm. Oh. Fuck. 30.000. Jawohl. Uiuiui. Glück gehabt. Aber da hab ich auch einen Salto hingelegt. Holy moly. Geht's dir gut? Ich bin beeindruckt. Ja, hallo? Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. Ja. Das ist es. Es ist soweit. Die letzte Mission kommt. Das heißt, wir gehen nochmal kurz shoppen. Und zwar bei niemand geringerem als Phil. Beziehungsweise erstmal eine neue Weste. Oh, die ist noch gar nicht respawned. Dann kaufe ich mir halt eine. Gar kein Thema. So, wird Zeit, dass ich hier mal wieder was kaufe. Ei. Nö. Ja, von mir aus, dann ersetzt die halt. So, ein bisschen Muni dazu. Ich werde es brauchen. Hier noch einmal Muni dazu. Das brauche ich nicht. Das brauche ich noch. Okay. So.
So, für Phil müssen wir dann da die erste rechts. Also nicht hier. Uiuiuiui. Das war's schon wieder mit der Weste. Ich lern's aber auch nicht. Ist es zufällig jetzt respawned? Ja. Und wieder Geld für umsonst ausgegeben. Egal. So viel war es ja nicht. So, nach dem Gebäude hier rechts rein. Phil, ich brauch Stuff. Ach, so eine schöne Auswahl. Aber ich nehme die hier. Die ist schön. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Es ist Zeit. Warum driftet das Motorrad denn jetzt ab? Ich darf jetzt echt keinen Mist bauen. So, los geht's. Freunde und andere Feinde. What's going on? Tommy, oh, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls. Or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Jetzt wird Business gemacht. Tommy! What? No big hugs for your buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Und das werde ich jetzt auch tun. Niemand geht an meine Kohle ran. Kommt nur. Na? Wo sind sie?
Kommt ihr? Aha. Wurde doch Zeit. Nächster. Nächster. Ich hab Zeit. Aber wie viele Männer habt ihr? Brauchen die denn so lange? Leute. Ah, jetzt auf einmal. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Oh ja. Ja, den mache ich kalt. Renn. Ja, die fangen jetzt an, mein Geld zu stehlen, aber kein Problem. Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! Ach echt? Wow. Hab ich unterschätzt. Hab ich unterschätzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich unterschätzt. Tommy! What? No big hugs for your... Okay, probieren wir das nochmal. Da war ich doch ein bisschen zu locker. Boah, wie lange braucht ihr denn? Mach ich halt eure Limousinen in der Zeit kaputt. Ist mir auch recht. Na los, kommt dran. Braucht euch doch noch nicht so viel Zeit lassen. Oh, jetzt kommen sie alle auf einmal, oder wie? No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Oh ja. So, diesmal ist zumindest keiner im Weg. Probier's gar nicht erst. Ich krieg dich. Ja, ja, nee, alles gut. Die kriegen mein Geld nicht. Come here, you double-crossing piece of shit. Your history, Tommy. History. So, und jetzt muss ich aber aufpassen. This is the last dance for Lance. So. Das war's mit dir, du Wein. So, Rüstung gibt's hier leider nicht, nur Leben. So, zurück mit meiner Lieblingswumme. Die stehen mir nämlich immer noch massivst Geld. Das finde ich nicht in Ordnung. Ey, du! Na? You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Ah, ihr seid süß. So. Das war's. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened?
What does it look like? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Wunderschön ist es. Wunderschön. Und das, meine Lieben, war GTA Vice City. Ich liebe dieses Spiel. Trotz seiner Macken. Ich liebe es. Und ich fand die Definitive Edition auch jetzt wirklich, wirklich cool. Also, habe ich gerne gespielt. Hat Spaß gemacht. War nice. Und Fug erledigt. Freigeschaltet. Mission erfüllt. 30.000. Passt. Ach. Was würden mir denn... Ich guck mal kurz hier in das Steam-Menü. Was würden mir denn noch für Errungenschaften fehlen? Was gibt's denn noch so? Hier gibt's noch eine versteckte Errungenschaft. Ah. Da muss ich in der Mission schlagende Argumente... Ah, ihr erinnert euch, das war die Mission, wo ich den Typen auf dem Golfplatz killen musste. Den musste ich töten. Also für den Erfolg muss ich den töten, indem ich ihn mit dem Golfschläger verklopp. Ist gar nicht so einfach. So, blutige Hände. Erlange das Verbrecher-Rating Butcher. Wie kriege ich denn Verbrecher-Rating? Fange mich doch. Erreiche ein Fahndungslevel von 6 Sternen. Grand Theft Auto bringe alle gesuchten Fahrzeuge der Sunshine Autos Import Garage. Lösche 10 Feuer. Schließe Level 12 Krankenwagen-Mission. Schließe Level 12 Bürgerwehr-Mission ab. Elefant im Porzellan verursache einen Sachschaden von 1 Million $. Pyria, töte alle feindlichen NPCs in Schutt und Asche mit den Rotorblättern des Modellhubschraubers. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Wir brauchen keine Straßen. Erreiche die Höchstgeschwindigkeit in einem Deluxo. Ah, das ist der Wagen, den ich geschenkt bekommen habe. Genau wie das Original. Gewinne das RC Bandit Rennen. Das wird so ein Fun-Ding sein. Eins ist besser als zwei, führe einen 30-Sekunden-Wheelie aus. Das finde ich auch sehr schwer, 30 Sekunden das zu halten. Stadtdetektiv finde 100 versteckte Päckchen. Das ist halt eine absolute Fleißarbeit. Nimm die Cannoli, erreiche das Verbrecher-Rating Pate. Ja, also da gibt es noch ein paar Sachen, aber das ist mir einfach zu viel Arbeit. Da habe ich keine Lust drauf. Kind der 80er, höre jeden Radiosender, der Musik spielt, mindestens einmal. Also wahrscheinlich einmal komplett durch. Bescheuert. Gut, aber nein. Ich habe mein Ziel erreicht, ich habe das Spiel durchgespielt, ich habe ein wunderschönes Let's Play gemacht, würde ich sagen. Also ich hatte, ja. Tommy, it's Paolo. How are you? Right, mate. Anyway, thought I had to drop you a line. Oh my good lord, my son, you will not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something just down in Little Havana, mate. Said her name was Mercedes or something. Oh my god, mate, you gotta check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had and all. Keep your potato skin for, I'll be seeing ya. Ja, danke für die Info. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass euch dieses Let's Play auch unterhalten hat. Ich muss jetzt mal schauen, was ich als Nachfolger mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es dieselbe Art von Spiel sein wird. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde schauen. Ich werde das, worauf ich halt Bock habe. So lief der Kanal schon die ganze Zeit. Ja. Tommy, Tomas, it's Cortez. ¿Qué pasa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay. What about her? Oh, Tommy, I hear these
stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she could do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? The stories I hear. She really going to be a lawyer? Tommy, the shame. The shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me it isn't so. I don't think I could take it. Oh, Colonel, I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Ja, alles klar. Passt. Genug Eindrücke. Gut. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und vielen Dank auch an alle, die jetzt wirklich neu dazugekommen sind durch dieses Let's Play. Das war ja wirklich krass, also wie das eingeschlagen ist. Und sag mal. Tommy Fassetti, how's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you. Some kind of player in town now, eh? Paul, you're drunk. No, you stupid, I ain't drunk. I had a couple and some treats. I've been a bit for a couple of days, you know. Anyway, don't give me that. I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me. That's who. Really? Don't give me that. Don't. I introduced you to people. I showed you the ropes. Did a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think I am, a div or something? Paul, take it easy. I've been busy. Don't be an idiot. I ain't no idiot, Mush. That's what I said in Postal. You ask him the trouble, son, because you're going to get it. Tommy, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Meine Fresse, die ganzen Anrufe. Holy shit. Und ich glaube, der Paul, der wird noch so enden wie Lance. Unter der Erde. Weil er mich verrät. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Gut, jetzt mache ich aber Schluss. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.